Es war zu den alten Zeiten, da unser Herrgott noch über die Erde wandelte. Eines Abends, da überraschte ihn die Nacht und er hatte keine Herberge gefunden. Wie er sich aber umschaute, da sah er jenseits eines Feldes zwei Bauernhöfe. Der eine war groß und prächtig und der andere klein und schäbig. Ach, dachte sich Gott, dem reichen Bauern werde ich nichts wegnehmen. Ich will da anklopfen und um ein Lager für die Nacht bitten. Der Herr klopfte an und drinnen die Bauersleut hörten das Klopfen. Mann, geh doch schon an die Tür, nun geh doch, Mann. Ja, Frau, tritt mich doch nicht immer, ich gehe ja schon. Und der Bauer ging zur Tür und öffnete den oberen Teil der Tür. Wie er herausschaute, sah er dort einen armseligen Wanderer und sprach, und, was willst du? Ach, ich bin nur ein armer Wanderer und bitte um ein Lager für die Nacht. Schaut euch doch an, wenn ich jeden wie euch aufnehmen würde. Ich bitte dich, verschwinde. Ich hätte überhaupt keinen Platz mehr für die Vorräte im Stall und für das Vieh. Meine Scheunen wären voll mit deinesgleichen. Hau ab! Na, Frau, habe ich richtig gemacht? Aua! Und der Herr ging übers Feld und wie er gerade die Hand erhob, um bei den Armen anzuklopfen, da hatten diese seine Schritte schon gehört. Ach komm, Väterchen, mach auf, es wird dein armer Gast sein. Und der Alte öffnete die Tür und bat den Gast herein. Kommt nur, guter Mann, kommt nur herein. Gewiss seid ihr müde und hungrig, draußen pfeift der Wind. Die Frau und ich, wir wollen euch hier willkommen heißen. Wie der Herr nun eintrat, sah er, dass die beiden Alten arm waren und nichts zu beißen hatten, aber sie boten ihm ihr letztes Mahl an und wie es Zeit war, für den Gast schlafen zu gehen, da schickten sie ihn in die Kammer. »Komm, Mütterchen, du und ich, wir machen uns hier ein wenig Stroh zurecht am Feuer in der Küche und wollen hier schlafen. Der Gast soll es gut bei uns haben.« Der Herr sah wohl, dass die Alten ihm das gute Lager anboten, er verweigerte dieses zunächst, aber die Alten beharrten darauf, dass sich der Gast auf den Strohsack legte. Am nächsten Morgen, als alle aufstanden, da bereiteten die zwei Alten dem Gast ein kleines Frühstück und wie der Herr nun in der Tür stand und gehen wollte, bedankte er sich und sprach, »Weil ihr so gut zu mir wart und mich so fein aufgenommen habt, so habt ihr drei Wünsche frei.« »Mütterchen, hast du das gehört? Drei Wünsche?« »Ja, Väterchen, hab ich gehört, aber...« »Warte, Weib, nun, guter Herr, drei Wünsche. Wir wüssten gar nicht, was wir uns wünschen sollen, außer vielleicht, dass wir gesund bleiben und die ewige Glückseligkeit, dass wir eines Tages bei unserem Herrn eingehen, aber sonst wünschen wir uns nichts.« »Und wenn ich euch ein schönes Haus schenke, würdet ihr euch das wünschen?« »Nun, Herr, solltet ihr uns noch ein feines Haus dazu geben und die schäbige Hütte wird verschwunden, da sagen wir nicht nein. Aber am wichtigsten ist der Frau und mir die ewige Glückseligkeit.« Der Herr ging davon und als die Alten sich umschauten, da sahen sie, dass ihre schäbige Hütte verschwunden ward und sie standen in einem prachtvollen, festgemauerten Haus. Draußen aus dem Stall, da hörte man wieder das Blöken und Mähen und Muhen der Tiere. Und die beiden Alten waren ganz dankbar. Nebenan aber, in dem reichen Haus, da öffnete morgens, tritt mich doch nicht, ich gehe ja schon ans Fenster, der Bauer die Tür. Er ließ die frische Luft herein und traute seinen Augen kaum, als er sah, Frau, Frau, komm doch mal her, sieh nur, Frau, das gibt's doch nicht. Aua, ich kann doch nichts dazu. Ich guck ja schon. Ja, sag mal, Mann, wie kann das nur geschehen? Geh du einfach mal rüber und frag doch einfach den Bauer da. Du geh doch schon. Und der Alte lief übers Feld und klopfte bei seinem Nachbarn an und fragte diesen, wie das hatte geschehen können. Der Wanderer? Den habt ihr beherbergt? Ah, Frau, ich hol dir mal schnell ein. Und der Bauer, der lief übers Feld und sah den Gast dort hinten laufen und rief, Moment, Moment, ihr, ja ihr da, lauft nicht so schnell, kommt doch mal zurück. Ja, guter Mann, ihr seid fortgelaufen, ich hatte doch nur den oberen Teil der Tür geöffnet, wollte eben noch den Schlüssel holen, um auch unten aufzuschließen, da wart ihr fort. Ich bitte euch, kommt doch und übernachtet bei uns heute.
Nein, nein, ihr habt mich abgewiesen, die Armen haben mich aufgenommen. Ich gehe nun meiner Wege. Ja gut, also beim nächsten Mal, da kommt ruhig vorbei. Wir würden euch einen Ochsenbraten saftig zum Frühstück, wie ihr ihn bestimmt noch nicht gegessen habt. Da wäre nur eine Kleinigkeit. Ich meine, Es wird euch nicht gut tun, euch etwas zu wünschen. Komm, das lass nur unsere Sorge sein. Die Frau, die wird Böses wollen mit mir, wenn ich ohne drei Wünsche, ja? Und weil der Bauer darauf beharrte, da schenkte ihm der Herr drei Wünsche. Vergelt's Gott, danke schön. Frau, stell dir vor, drei Wünsche. Jetzt muss ich aber noch in der Stadt einen Weg erledigen. Ich hol eben die Lisa aus dem Stall, wenn ich zurückkomme. Dann wollen wir uns etwas wünschen, nicht wahr, Frau? So, na gut, Lise. Ach, was bist du für ein lahmer Gaul heute? Was könnte ich mir nur wünschen? Ach, ich könnte mir, und der Bauer, der ritt zur Stadt hin, aber die Lise war recht lahm an diesem Tag und ließ sich alle Zeit der Welt. Und der Bauer sann darüber nach, was er sich wohl wünschen könnte. Diese nur mach hinne, Lise. Oh, das könnte ich mir nur wünschen. Ich könnte es machen wie der Bayer. Sein erster Wunsch war Bier. Lauf doch, Lise. Sein zweiter Wunsch war noch mehr Bier. Und sein dritter Wunsch war, lauf, Lise, lauf. Sein dritter Wunsch war, dass das Bier nie alle gehen würde. Aber ich mag ja kein Bier. Oh, Lise, du bist so lahm heute. Ich wünschte, du würdest ja die Haxen brechen. Kaum, dass der Bauer das ausgesprochen hatte, da sank die Lise auf den Boden und war tot. Oh nein, was bin ich doch für ein Narr. Der gute Sattel, der ist so gut wie neu. Oh, ist der schwer, wie der drückt, wie der mich drückt. Ich will zur Stadt gehen, meinen Weg erledigen und dann will ich nach Hause. Oh, was könnte ich mir nur wünschen, wie der Sattel drückt. Das faule Weib sitzt zu Hause und macht überhaupt nichts. Die macht so gar nichts und ich plag mich hier. Ach, ich wünscht, ihr wird der Sattel im Genick sitzen. Wie der Bauer sich das gewünscht hatte, da ward der Sattel verschwunden von seinem Kreuze und hing seiner Frau im Genick. Als der Bauer nach Hause kam, da hörte schon von Weitem sein Weib. Oh, verflixt und Zugel, Mann, da bist du ja. Der Bauer wollte sich gerade so in sein Kämmerchen schleichen, aber die Frau ließ ihn nicht gehen. Mann, was soll denn das, Mann? Komm hierher, wir haben drei Wünsche frei. Wünsch mir diesen Sattel aus dem Genick, Mann. Los, Mann. Ja, Frau, also mit den drei Wünschen, da ist es so. Nun mach schon, Mann, wünsch mir den Sattel aus dem Nacken. Ja, so konnte der Bauer nicht anders, als seiner Frau die Wahrheit zu sagen. Und für seinen dritten Wunsch, da wünschte er seiner Frau den Sattel aus dem Genick. Und so hatte der Herr am Ende recht behalten. Es tat dem Bauern nicht gut, sich etwas zu wünschen. Er hatte drei gute Wünsche vertan und obendrein noch ein braves Pferd verloren. Die beiden Alten aber, die den Herrn aufgenommen hatten, die lebten glücklich und zufrieden bis an ihr seliges Ende.